Heute geben wir bei Ecke TV ganz viel Dampf. Beginnen ganz oben und enden mittendrin. Lasst euch überraschen. Wir wünschen euch viel Spaß. Hallo, Ecki, bist du hier in der Sakristei? Da steckst du. Was machst du hier? Wir sind doch in der Kirche verabredet zum Gottesdienst. Was machst du hier? Hallo, Martin. Ich schaue mir gerade diese interessanten Bücher an. Ecki, alter Bücherwurm. Ja, Bücher haben wir wirklich hier genommen. Du guckst schon mal rein, ne? Hallo, Cookies, hallo, Familien. Sind das denn alles Bibeln? Nein, das sind nicht alles Bibeln. Also die Bibel haben wir hier natürlich auch, ist ja klar. Aber das sind auch solche Messbücher, zum Beispiel so ein dickes, schweres, in das du da gerade reinguckst. Ja, da stehen ganz viele Gebete drin. Genau. Und wenn man das richtig aufschlägt, findet man darin den ganzen Ablauf der Messe. Was im Gottesdienst in der Kirche passiert, ist nämlich nicht alles zufällig oder spontan, sondern hat einen ganz genau immer gleichen festgelegten Ablauf. Wie bei einem Theaterstück? Ja, ein bisschen wie bei einem Theaterstück, aber vielleicht eher wie bei einem Musical, weil wir haben ja sogar Live-Musik dabei. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der Pastor fährt nicht auf Rollschuhen, wie bei Starlight ja, Express. Da hast du natürlich auch recht. Aber ich meinte eigentlich einen viel entscheidenderen Unterschied. Überleg mal, darfst du im Theater einfach so mitspielen und mitsingen, wenn du da hinkommst? Nein, da muss ich ganz still auf meinem Platz sitzen. Genau. Und beim Gottesdienst sollst du sogar unbedingt mitmachen, weil du beim Gottesdienst nicht nur einfach Zuschauer bist, sondern die Heilige Messe mitfeiern sollst. Cool. Aber dann sag mir doch mal, was da alles so passiert, damit ich an den richtigen Stellen auch mitmachen kann. Okay. Ecki und Cookies. Also, so läuft's. Die Messe besteht aus zwei großen Teilen, dem Wortgottesdienst und der Eucharistiefeier. Das ist wie mit den beiden Halbzeiten beim Fußball, aber bei uns bestehen die beiden Teile wiederum aus zwei Teilen. Der Wortgottesdienst hat die Eröffnung und den eigentlichen Wortgottesdienst. Und die Eucharistiefeier besteht aus der Eucharistiefeier mit der Sendung hintendran. Den ersten Teil, also den Wortgottesdienst, kann man übrigens immer und überall auch ohne den zweiten Teil feiern. Das machen wir zum Beispiel bei Schulgottesdiensten. Zur Eucharistiefeier, die immer von einem Priester geleitet wird, gehört aber immer auch ein Wortgottesdienst. Aber dann fangen wir doch einfach mal vorne an. Und das ist genau genommen 15 Minuten, bevor es wirklich losgeht. Da setzen wir nämlich ganz schön was in Bewegung. Genau 15 Minuten vor der Messe drückt nämlich der Küster in der Sakristei auf einen Knopf oder klickt so einen Schalter. Damit wird im Kirchturm ein Motor gestartet und der bringt dann eine Glocke in Schwung. Und je nachdem, welche Kirche und was für eine Messe das ist, können es auch mal bis zu 4 Glocken sein. Wenn es, wie hier im Turm von St. Maria Rosenkranz, losgeht, dann sieht man lieber zu, dass man sich in Sicherheit bringt. Die Kamera habe ich einfach mal laufen lassen für euch. Einmal so richtig in Fahrt gekommen sind die Glocken, die zwischen 1 und 2,5 Tonnen wiegen, dann nämlich richtig laut und im ganzen Stadtteil zu hören. Mit dem Geläut sagen wir, Leute, kommt zur Kirche, gleich geht's los. Und so klingt es dann im Himmelgeist, so in St. Hubertus. Das ist das Geläut von St. Josef. Und in St. Marien in Bänden kann man die Glocke sogar außen an der Kirche sehen. Da gibt es ja keinen Kirchturm mehr. Drin in der Kirche haben dann unsere Küster schon alles vorbereitet, die Kerzen angezündet und die Bücher aufgeschlagen. Unsere Kirchenmusiker Pamela König und Sven Dierke setzen sich dann an die Orgel. Und der Priester zieht sich das Messgewand an, das der Küster bereitgelegt hat. Und dann sind wir startbereit. 3, 2, 1. Natürlich kann man auf ganz unterschiedliche Weise beginnen. So mit viel Dampf oder so mit einem lauten Pfiff. Man kann es ganz kurz machen. Hallo bei Logo. Oder mit riesigem Gedöns. Das war aber vor eurer Zeit. Aber eure Eltern sind damit groß geworden und können sich bestimmt erinnern. Tja, wenn wir in der Kirche anfangen, dann machen wir das etwas ruhiger. Aber auch mit einem deutlichen Signal am Anfang. Denn wenn der Priester in die Kirche kommt,
Dann beim Einzug wird eine kleine Glocke geläutet. Dann beginnt auch die Musik. Und weil wir gemeinsam anfangen, stehen dann alle Leute in der Kirche zum Beginn auf. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Hallo Ecki, alles Gute wünsche ich dir. Hallo Martin, ja, danke, das wünsche ich dir auch. Aber warum begrüßen wir uns jetzt nochmal? Das haben wir doch schon getan. Ja, aber in der Messe kommt jetzt die Begrüßung. Nach dem Einzug, das ist ungefähr so, wie wenn du zu jemandem zu Besuch gehst. Dann begrüßt du denjenigen ja auch. Also bei Oma und Opa vielleicht mit einer Umarmung oder bei anderen vielleicht mit Händeschütteln. Jetzt sind wir ja hier in der Kirche bei Gott zu Gast. Und den können wir aber schlecht umarmen oder die Hand schütteln. Deswegen machen wir ein anderes Zeichen. Ich weiß, das Kreuzzeichen. Genau, das Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und dann wünschen wir uns gegenseitig das Beste, was man sich überhaupt wünschen kann. Nämlich Gottes guten Geist. Er soll in allem dabei sein, was wir sagen und denken und tun. Denn dann kann das nur gut sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste antwortet die Gemeinde. Und was kommt dann? Der nächste Teil heißt Bußakt oder Schuldbekenntnis. Stell dir das mal so vor. Du bist nachmittags mit deinem Freund oder deiner Freundin verabredet. Aber morgens in der Schule hast du den oder die ein bisschen geärgert und die war traurig wegen dir. Was tust du denn dann am besten, bevor ihr euch nachmittags trefft? Na, ich würde mich entschuldigen, ist doch klar. Genau, und das machen wir im Gottesdienst auch, denn es kommt bei uns allen leider immer wieder vor, dass wir Gott ärgern. Nämlich immer, wenn wir mit einem seiner Kinder, den anderen Menschen, schlecht umgehen. Darüber denken wir am Anfang einen Moment nach und bitten Gott dann gemeinsam für das um Entschuldigung, was uns da eingefallen ist. Wir machen das entweder mit einem längeren Gebet, das sich Schuldbekenntnis nennt, oder indem wir Gott dreimal darum bitten, dass er uns verzeiht. Dann sprechen wir gemeinsam, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Der Zelebrant fasst es dann noch einmal in einem Gebet zusammen und dann gibt es aus Erleichterung darüber, dass Gott uns immer wieder verzeiht, ein Jubellied, das Gloria genannt wird. Ehre sei Gott in der Höhe. Alles klar. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Ist ja eigentlich alles ganz logisch. Und was kommt jetzt? Verrate ich dir. Es gibt für jeden Tag im Jahr ein eigenes Gebet. Also für diesen Montag und letzten Dienstag und übernächsten Mittwoch. Aber wir nennen die nicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Gebet, sondern wir fassen das zusammen und sagen, das ist das Tagesgebet. Das steht hier im Messbuch drin und wird überall in Deutschland, also in den deutschsprachigen Ländern, genau gleich gebetet. Damit wir nicht nur hier bei uns in der Kirche eine kleine Gemeinschaft sind oder im Rheinbogen eine etwas größere Gemeinschaft, sondern mit diesem Gebet sind wir überall, wo in unserer Sprache gebetet wird, in der katholischen Kirche an dem Tag eine große Gebetsgemeinschaft. Das Gebet, das Tagesgebet, betet der Zelebrant stellvertretend für die ganze Gemeinde. Die antwortet am Ende? Natürlich Amen, weil das so viel heißt wie so ist es. Sehr gut, Ecki. Und damit endet der erste Teil vom ersten Teil der Messe, nämlich die Eröffnung. Und weißt du, was dann kommt? Der zweite Teil vom ersten Teil? Ja, da hast du natürlich recht. Und von diesem zweiten Teil des ersten Teils hat der ganze erste große Teil nämlich seinen Namen. Das ist der Wortgottesdienst. Jetzt kommen die Berichte aus der Bibel. Das ist übrigens der Zeitpunkt, wo sich die Leute in der Gemeinde zum ersten Mal in der Kirche hinsetzen können. Eine Lektorin oder ein Lektor tritt dazu ans Ambo, unser Lesepult, und berichtet entweder aus dem ersten Teil der Bibel, dem Alten Testament, in dem alle Berichte aus der Zeit vor Jesus stehen, oder aus der Apostelgeschichte,
Das sind alle Berichte nach der Auferstehung von Jesus. Oder die Lesung ist aus Briefen, die der Apostel Paulus an die allerersten Gemeinden geschickt hat, die sich nach der Auferstehung von Jesus gebildet hatten. Da geht es zum Beispiel darum, wie wir als Freunde Jesu zusammenleben sollen. Achte mal genau darauf, die Lektorin sagt am Anfang, woraus heute die Lesung ist. Lesung aus der Apostelgeschichte. Schwestern und Brüder, in jenen Tagen erhoben sich... Hast du es gehört? Ja, das ist aus der Apostelgeschichte. Und was sagt sie am Ende? Wort des lebendigen Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Und wir antworten darauf, Dank sei Gott. Gott sei Dank, das ist ja einfach. Ja, aber nicht Gott sei Dank, sondern Dank sei Gott. Hä? Auf die Lesung antworten wir wieder mit einem Lied, das dazu passt. Oder jetzt kommt ein ganz wichtiger Gesang, nämlich das Halleluja-Lied. Damit kündigt sich einer der Höhepunkte an. Die frohe Botschaft von Jesus, das Evangelium. Woran kann ich das erkennen? Erstens kommt in dem Lied garantiert irgendwo das Wort Halleluja vor, was übersetzt lobt Gott bedeutet. Also es ist ein Jubelruf, ein Loblied. Außerdem kommen normalerweise die Messdiener mit Kerzen und eine besonders schöne Bibel, so wie diese hier, wird hereingetragen. Und weil es jetzt sehr wichtig wird, stehen wir dazu auf und wünschen uns noch einmal Gottes guten Geist. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Achtung, jetzt verrät der Zelebrant, aus welchem Evangelium er heute einen Abschnitt vorliest. Es gibt nämlich 4 Stück. Weißt du, wer die Berichte über Jesus geschrieben hat? Hieß einer von denen nicht Markus? Ja, genau. Er war der Erste, der kurz nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus das, was die Leute erzählten, aufgeschrieben hat. Dann kamen Lukas und Matthäus und der Letzte war dann der Johannes. Hören wir mal, aus welchem Evangelium Pfarrer Florian Ganselmeier heute vorliest. Aus dem eigenen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Aus dem Evangelium nach Johannes. Aber was hat er denn dann gemacht? Er hat erst ein kleines Kreuzzeichen mit dem Daumen auf die Schriftstelle gemacht, in der Bibel. Und dann hat er etwas gemacht, was wir mit unserem Daumen mitmachen können. Nämlich erst ein kleines Kreuzzeichen auf die Stirn, weil das, was er von Jesus, was wir von Jesus hören, das wollen wir auch verstehen. Und dann kommt ein kleines Kreuzzeichen auf den Mund, weil das, was wir von Jesus hören, das wollen wir nicht für uns behalten, sondern weitererzählen. Und dann kommt ein kleines Kreuzzeichen hierhin, wo das Herz ist. Weil wir danach auch leben wollen? Ganz genau, Eki. Weil wir es in unserem Herzen bewahren und danach leben wollen. Und wir sagen bei diesen 3 kleinen Kreuzzeichen, Ehre sei dir, o Herr. Dann liest der Zelebrant das Evangelium vor, den Bericht über Jesus. Und am Ende sagt er, eigentlich könnten wir dann kräftig klatschen oder jubeln. Wir machen das aber etwas ruhiger und antworten einfach gemeinsam: Lob sei dir, Christus. Weißt du was? Manchmal verstehe ich das gar nicht richtig, was Jesus so meint. Na, Eki, das geht nicht nur dir so. Das geht vielen so. Immerhin sind die Texte ja auch schon 2000 Jahre alt. Aber deshalb erklären wir sie im Gottesdienst ja immer auch ein bisschen. Das nennen wir dann Predigt oder Katechese, damit jeder wirklich etwas für sein Leben aus der Bibel, aus dem Evangelium der frohen Botschaft mitnehmen kann. Nach der Predigt kommt dann nochmal ein Gebet oder ein Lied, in dem unser Glaube mit allem, was dazugehört, was wichtig ist, zusammengefasst wird. Wir nennen das dann das Glaubensbekenntnis. Dazu stehen wir übrigens im Gottesdienst auf, weil es eben sehr wichtig ist. Und zum Abschluss des Gottesdienstes, des Wortgottesdienstes, sagen wir Gott dann ja alles, worum wir ihn bitten möchten. Schokopudding zum Nachtisch und keine Hausaufgaben in der Schule? Naja, vielleicht denken wir dabei mal lieber eher an andere und bitten für die. Deswegen heißen die Fürbitten ja auch Fürbitten, weil wir für jemanden, für einen anderen Menschen oder für ein Anliegen Gott bitten wollen. Und dabei betet einer oder eine das vor. Man kann natürlich auch seine eigene Bitte im Kopf oder im Herzen beten. Und alle antworten gemeinsam: Wir bitten dich, erhöre uns.
Und damit endet dann der Wortgottesdienst. Wenn danach keine Eucharistiefeier kommt, also zum Beispiel beim Schulgottesdienst, dann beten wir jetzt noch das Vaterunser zusammen und bitten Gott um seinen Segen. In der Messfeier, also am Sonntag, geht es dann mit dem zweiten Teil der Messe weiter. Uiuiui, da bin ich aber gespannt. Ja, Ecki, aber ich glaube, für heute reicht es erstmal. Den zweiten Teil schauen wir uns dann einfach beim nächsten Video an. Bis dahin, liebe Kokis, habt eine schöne Zeit und bleibt behütet. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und teilt es mit euren Freunden und Verwandten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.